Herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier in der Stadt der Bauer und ich habe letztes Mal den toten Fischer gefunden. Aber ich möchte jetzt gar nicht weiter in Richtung Sumpf runtergehen. Das ist nämlich die falsche Seite. Da sind die Banditen und die würden mir sofort den Garaus machen, wenn sie mich sehen, zumindest in der Magierrüstung. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal das, was mir die Wassermagier so vorgeschlagen haben und gehe in Richtung der Piraten. Und ich sehe gerade, es läuft sehr flüssig und es nervt ein bisschen, dass die Objekte hier erst so nah bei mir laden. Hier die Erweiterung. Ich bin im Teil der Erbauer. Das ist die Erweiterung des Spiels. Und mir scheint, die Welt ist um einiges kleiner, braucht weniger Ressourcen. Und deswegen kann ich mir hier, glaube ich, auch eine größere Sichtweite leisten. Genau, da steht der Pirat. Immer schauen, ob ich hier noch irgendwas... Ach, guck mal, da sind zwei Gegner und ein paar Bären. Die nehme ich doch gerne mal mit. Wobei, die Weidenbären eigentlich sind mir die egal, aber die da will ich. Pilze. Aber hallo, will ich die? So, dann kommt mal her, ihr Heuschrecken. Was könnt ihr denn? Naja, also für 150 Erfahrungen muss ich ja sagen, sind die dann doch relativ schwach. Also es scheint mir eine gute Erfahrungsquelle zu sein zum Trainieren. Ah, da ist noch eine. Na komm her. Das liegt jetzt natürlich unter anderem auch daran, ein Mistvieh weniger, dass ich natürlich jetzt die neue Waffe habe und so gut bin. Da ist noch eine. Die will ich. Komm her. Bevor Alligator Jack mir zuvorkommt. Meine Heuschrecke, meine Erfahrung und vor allem mein... Was habe ich da? Mein Kopf der Fangheuschrecke. Na lecker. Das wollte ich doch immer schon mal haben. Was kann ich denn damit tun? Nun, ich könnte mich jetzt zuerst mal heilen. Mit dem ganzen Krams, den ich da gefunden habe. Bei der einen Hütte. Also zumindest mal hier so das grobe Zeug will ich mal weghauen. Das kann es ja nicht sein. So, und dann brauche ich noch 111 Leben. Da trinke ich mal 250er. So, und dann noch eine Portion Fleisch hinterher, damit der eklige Geschmack von dem Heiltrank weggeht. So, wo ist der Kopf der Fangheuschrecke? Da! Ich kann ihn nicht essen. Schade. Vielleicht kann ich ihn grillen und dann essen. So, liegt hier irgendwas rum? Da unten sind noch ein paar Viecher. Ich sehe aber gerade nicht welche. Oder was für welche. Ich weiß aber gar nicht, ob ich in die Richtung überhaupt muss. Weil da wäre auch ein Höhlengang. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach zu Alligator Jack und schließe mich ihm an und dann ist es egal, wo wir lang gehen. Denn dann hilft er mir ja bei den Gegnern. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Nein. Welche anderen? Ah, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Hä, ich bin auch ein Magier. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Na klar. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Naja, und ich hab die Minen... Kolonie, die mit einer magischen, unzerstörbaren Barriere verschlossen war, geöffnet. Ich habe das Unmögliche geschafft. Also hallo, ich bin hier die Legende. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. Hey. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns.
Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja, das glaube ich. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Außer bei den Banditen. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Außer die Banditen. Hört sich gut an. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Yeah. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ja, natürlich. Los geht's. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Ihr könntet euch ja ein paar Mole-Rats importieren oder so. Lass uns jagen. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Na klar. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ich bin immer bereit. Ich speichere vielleicht nochmal. Nur um sicher zu gehen. Wenn ich hier jetzt mit ihm auf die Jagd gehe nach Sumpfratten. Nicht, dass da mich die eine oder andere Sumpfratte vielleicht überwältigt und hinterrücks niederschlägt oder so. Siehst du mal, Mole-Rats. Es gibt doch hier Mole-Rats. Was willst du denn? So, nimmt er jetzt das Fleisch oder kann ich das haben? Nicht so. Ah, er nimmt das Fleisch, wenn ich nicht schnell genug bin. Okay. Aber die Dunkelpilze, die will er nicht. Die will aber ich dafür haben. Die geben nämlich Mana. Eine Waldbeere. Die ist nicht so toll. Aber die gibt 5 Leben, immerhin. Und sie schmeckt lecker. So. Das war's. Oh, guck mal, da kann man hoch. Sehr gut. Blauflieder. Blauflieder ist super. Der hat nämlich beides. Mana und Leben. Ach, das wisst ihr ja alles schon. Ich fühle mich nur gerade so neu, weil ich so gerade neu in der Erweiterung bin. Das fühlt sich gerade alles so anders an als im Hauptspiel. Ich finde das gut. Ich muss sagen, Kompliment an die Entwickler. Das habt ihr gut hingekriegt, dass man sich hier wirklich wie in einem abgeschlossenen Tal fühlt. Ah, siehst du mal, die Köpfe der Fangheuschrecken, die will er gar nicht. Soll mir recht sein. Ich sammle die einfach mal. Ich meine, zur Not kriege ich halt ein bisschen Geld für. Könnt mir vorstellen, dass ich die vielleicht auch in Korinis relativ teuer verkaufen kann. Weil schließlich gibt es die dort ja nicht, die Fangheuschrecken. Ne? So Seltenheitswert und so. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Ich sammle erstmal hier fleißig alles ein. Er scheint ja ganz gut im Kampf zurechtzukommen ohne mich. Dumm. Und das Schöne ist, ich krieg die Erfahrung. Ja! Ich dachte eigentlich, er will Sumpfratten jagen, aber das sind keine Sumpfratten. Wo sind die denn? Kommt da noch ein Sumpf? Weil der Sumpf ist doch auf der anderen Seite von der Stadt. Oder von den Ruinen. Der Talkessel. Ah. Hier müssten einige von den Biestern sein. Okay. Folge mir. Okay, ich folge dir. Nachdem ich diesen Blauflieder gepflückt habe. Oh, eine Waldbeere. Oh,
Und, was war das? Noch eine Waldbeere. Hehe. Noch eine. Die will ich. Ich will die. Ich will die alle essen. Die sind lecker. Und vielleicht kriege ich ja sogar Karies davon. Dann habe ich auch noch was langfristig. Von dem Zuckerzeug. Oh, ein Löcker. Oh mein Gott. Da ist nichts zu holen. Wie der reinhaut, ey. Der macht mehr Schaden als ich. Gut, dass ich mich mit dem nicht angelegt habe. Ein Mistvieh weniger. Oh, sogar zwei Fleisch. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Ich will gar nicht wissen, was in dem Canyon ist. Ich bin da einfach abgehärtet. Das wird schon irgendwie klappen. So, hier war noch ein Dunkelpilz, genau. Den lasse ich mir nicht entgehen. Und hier ein Talkessel. Ich muss mal kurz die Aussicht genießen. Sieht schon irgendwie cool aus, ne? Mit dem Wasserfall. Ich würde da gerne mal eine Runde drin schwimmen gehen. Aber natürlich nicht jetzt, wenn hier der Pirat auf mich wartet. Übrigens, sag mal, du bist ziemlich angeschlagen, Junge. Kann ich ihm vielleicht einen Heiltrank geben? Ich kann ihn nicht ansprechen. Jack, bleib mal stehen. Komm schon! Ich bin doch da! Warte mal. Hier, nimm mal einen Heiltrank. Den kleinen natürlich. Hier, nimm den Heiltrank. Reicht es? Ja, komm. Nochmal mittleren. Hier, nimm den Heiltrank. So. Ja, so gefällt es mir doch schon besser. Nicht, dass du noch drauf gehst. Du musst mich noch zum Lager bringen. Und was soll ich dann am Ende Greg erzählen, wenn du... Fleischwanz. Nee, ich geh jetzt nicht auf Fleischwanzenjagd. Hey, wer bist du denn? Hey. Du kommst nicht von hier, oder? Richtig. Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Ach, ich bin Magier. Ich kann mich teleportieren. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so einen Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Das sind die Besten. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig, aber der ist zurzeit nicht da. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Alles klar, werde ich tun. Danke. Für das nette Gespräch. Und die Informationen über das Lager. Es gibt also wohl so eine Art Türsteher, wenn ich das richtig verstehe. Bin ich doch mal gespannt, was der als Eintrittspreis verlangt. Ist ja so ein bisschen wie im alten Lager in Gothic 1. Da muss man ja auch erstmal sich reinkaufen. Wobei, stimmt gar nicht. In Korinnes war es ja auch so. Ich habe das ja nur umgangen, indem ich mich hintenrum übers Hafenbecken reingeschmuggelt habe. Aber eigentlich muss man ja auch eine gewisse Leistung bringen, um in die Stadt reinzukommen, hier am Anfang von Gothic 2. So, noch ein Dunkelpilz, den hätte ich gerne auch. Wo sind wir denn jetzt? Ich werfe einen Blick auf die Karte. Wir sind jetzt da oben schon. Ah, dann ist die Welt doch relativ klein. Und da scheint so ein blauer Punkt zu sein. Sind das die Teleporter? Das schaue ich mir doch gleich mal an, wenn wir hier durch sind mit dem Kämpfen. Komm her, Misty! Ja, das ist großartig. Also er kann gut austeilen, aber so unendlich viel hält er leider auch nicht aus. Also er ist nicht unbesiegbar, schade. Nicht so wie... Keine Ahnung, Kavalon zum Beispiel. Jetzt muss ich schnell sein, bis Fleisch. Komm her, Misty! Wo
Muss ich? Muss ich nicht. Okay. Egal, was soll's. Warte mal. Die einen habe ich versaut. Hier, nimm ja noch so einen kleinen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Nicht, dass du mir hier noch drauf gehst. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier noch machen. Nichts zu benutzen. So, da gibt's nichts mehr. Da gibt's nichts mehr. Und da ist nichts. Da hat er ausgenommen. Na gut. Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Nö. Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Nope, dankeschön. Ich habe gerade geguckt, ich habe eh keine Lernpunkte, aber ich brauche nur noch 1335 Erfahrungspunkte zum Leveln. Das könnte bald geschehen. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Ja, okay. Vielen Dank für das nette Jagen, Alligator Jack, und das zum Lager bringen. Aber jetzt will ich erstmal gucken, wo denn genau hier dieser Teleporter ist. Ach, da hinter diesem Sumpf links von mir. Und außerdem wüsste ich gerne, was sich hier im Canyon noch versteckt und mich erwartet. Denn schließlich will ich ja schon irgendwann in den Canyon. Okay, ein Razor. Ach ja, also diese Wüstenratten, die sind ja umgänglich. Damit kann ich arbeiten. Damit komme ich zurecht. Ja, ja, die sind okay. Die finde ich gut. Ich überlege gerade, gab es denn im ersten Teil diese Teleporter? Nee, ne? Jetzt futtert die Ratte ihren Bruder oder so. Oder ihren Kumpel, wie auch immer. Ihren Kollegen. Das ist ja schon irgendwie eklig. Sowas macht man doch nicht. Außer wenn man vielleicht in der Wüste am Verhungern ist. Okay, es sind Wüstenratten, zugegeben. Daran könnte es liegen. Es ist trotzdem eklig. Zumal nebenan ist ein Teich. Ja, also trink doch mal einen Schluck Wasser. Der hilft auch gegen Hunger. Zumindest ein bisschen. Vielleicht sind noch ein paar Fische drin. Oder hier, guck mal, Pflanzen. Kann man alles essen. Du musst nicht deine Kollegen annagen, wenn die tot sind. Das ist eklig. Andererseits, naja, das sind halt dumme Ratten. Die können halt wahrscheinlich nichts anderes oder zumindest nicht groß denken oder so. Und ich muss ja sagen, dieser Canyon, der sieht schon groß aus, ne? Ich will jetzt aber gar nicht hin. Ich will hier diesen Teleporter, den ich hier vermute, aktivieren. Hier ist schon mal so ein Podest, so ein Sockel. Und tatsächlich geht der Teleporter an dadurch. Sehr gut. Das gefällt mir. Dann, habe ich irgendwas Tolles Neues rausgefunden? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Ich muss jetzt noch nicht zu den Magiern. Ich gehöre zu den Piraten. Jawohl. Sumpfkraut. Sumpfkraut nehme ich gerne mit. Da freut sich Cypher vielleicht dann drüber. Mehr Sumpfkraut. Was ist das denn hier für eine Ecke? Geht's da weiter? Sieht so aus, ne? Aber da kann ich nicht hoch. Schade. Nö, da geht's nicht weiter. Sumpfkraut ohne Feuernissen. Für Mana. Und, noch mehr Sumpfkraut. Ach, was soll's. Dieses bisschen. Darauf kommt's jetzt auch nicht an. Nee. Ich gehe zu den Piraten, zu den Palisaden. Mal gucken, ob ich Henry finde. Jetzt müsste er hier denn irgendwo sein.
Da steht immerhin schon mal der Alligator Jack wiederum. Ah, eine Heilpflanze. Die hätte ich gerne. Und hier ist auch wieder so ein Wasserfall, oder? Ah ne, sah nur so aus. Aber es sieht schon gut aus. Also ich muss sagen, es sieht gut aus. Gefällt mir hier. Gerade so dieses Randgebiet zwischen Wüste und Sumpf. Oder Wüste und Wald. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. So, hast du noch irgendwas zu erzählen? Nö, hast du nicht. Diesen Turm, den man jetzt gerade nicht mehr sieht, würde ich mal sagen, schaue ich mir nächstes Mal an. Nachdem ich... Ja, das ist dann wohl Henry, oder? Ja, das ist Henry. Also gut. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen.